Wenn du Erinnerungen löschen könntest, und zwar zu deinem Outing, wie haben denn deine Eltern so darauf reagiert? Ich wurde echt viel gefragt, ob ich wieder mit Leon irgendwie zusammenkommen könnte. Glaubst du, dass du irgendwann mal mit Instagram aufhörst? Wie findest du denn, dass Lukas und Leon aktuell zusammen sind? Two Flash. Fabian. Hi. Hey Leute, ich bin Rick und willkommen bei Two Flash Fabian. Neben mir ist der liebe Rick und zwar bist du Instagrammer aus Berlin, aber stell dich einfach mal vor, wer bist du, was machst du? Ja, ich bin Rick aus Berlin, 17 Jahre alt, mache TikTok, Snapchat, Insta, YouTube, das ganze Programm. Dann fangen wir gleich mal an und zwar zum Thema Hater. Ist ja ziemlich viel bei Social Media, weil ja doch jeder kommentieren kann eigentlich wie er will. Ja. Wie gehst du denn mit dem Thema um? Also eine Zeit lang habe ich das gar nicht vertragen, die Hate-Kommentare. Da ging es mir auch richtig schlecht deswegen. Aber mittlerweile gar nicht mehr. Also ich gucke mir die Kommentare da auch gar nicht an. Ich scroll einfach weiter und fertig ist. Wenn du Erinnerungen löschen könntest, würdest du irgendwas Spezielles löschen? Ich glaube nicht. Weil alles, was im Leben so passiert ist, arbeitet ja auf irgendwas hinaus. Und ich glaube nicht, dass ich irgendwas löschen würde. Okay, jetzt ein bisschen eine kreative Frage. Wenn dein Leben ein YouTube-Video wäre, würdest du eher vor- oder zurückspulen? Oh, voll schwer. Also vorspulen auf keinen Fall, ist ja schon passiert. Aber so zurückspulen, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Aber ich meine mit vorspulen jetzt so in die Zukunft, dass du da schon mal so einen Blick rein. Ja, ich weiß, was du meinst, aber will ich meine Zukunft schon sehen? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich lasse es eher auf mich zukommen. Stell mal vor, da steht in der Zukunft, du stirbst oder so. Kannst du jetzt schon Angst haben, dass du dann stirbst? Na toll. Sagen wir, du könntest eine einzige Sache auf diesem Planeten ändern. Was würdest du ändern? Oh Gott. Keine Ahnung, einfach so dieses Gesellschaftsbild, dieses Idealbild von, was viele Menschen haben, wie ein Mensch sein soll, so dünn. Lange Haare, blonde Haare, was auch immer, so dieses Idealbild, was es gibt, weißt du. Was würdest du Menschen sagen, die vielleicht unter diesem Idealbild leiden? Ich würde einfach sagen, lass die Menschen, also die so denken, die nein, so nein, sehen. Die zum Beispiel jetzt sagen, oh mein Gott, ich bin nicht nach dem und dem Schönheitsideal aufgewachsen oder ach wie auch so. Immer. Ja, lasst euch einfach nichts sagen, seid ihr selbst, so seid ihr am schönsten und es wäre langweilig, wenn wir alle gleich wären. Schule ist ja in unserem Alter auch ein großes Thema, wie sieht es denn da bei dir aktuell aus? Ja, ich gehe in die 12. Klasse, mach meine Fachhochschulreife zu Ende und danach mache ich eine Ausbildung. Weißt du schon, in welche Richtung es dann gar geht nicht, bei der ich Ausbildung? Ich habe da gar keine Ideen. Okay, angenommen, du müsstest jetzt wirklich festlegen, was würdest du dann machen? Oh Gott, ja, ich würde dann einfach wahrscheinlich irgendwas mit Menschen machen, so Kindergarten oder Altenheim oder sowas denke ich. Aber das ist doch echt eine coole Sache. Welche Person ist dir denn aktuell so am wichtigsten? Am wichtigsten zurzeit, ja, das ist nicht nur eine Person, das sind halt meine engsten Freunde, Voile, Vero, Schmante, Jerry, Tzatziki, das war's. Und warum genau die? Weil wir so viel schon in so kurzer Zeit erlebt haben und wir einfach so eng miteinander befreundet sind, das ist so eine Freundschaft. Wir beleidigen uns und so und müssen es nicht ernst nehmen, weißt du, das ist einfach witzig alles und wir haben so viel erlebt und wir machen so viel rumalbern und so, es macht einfach Spaß mit denen und ich kann ihnen alles anvertrauen, ich weiß, dass es nicht dann auf einmal mein Erzfeind oder so weiß. Und dann jetzt eine Frage und zwar zu deinem Outing, die von der Community richtig krass gestellt wurde, richtig oft. Wie haben denn deine Eltern so darauf reagiert? Meine Mom, also ich habe es meiner Mom als erstes gesagt und die so, ja, wusste ich. Das habe ich auch schon öfters erzählt. Die hat einfach gesagt, ja, wusste ich und hat gesagt, ja, ist doch cool, viel Spaß und solange es dir gut geht, geht es mir auch gut und ja, die hat da gar nichts dagegen, auch mein Dad nicht. Ja. Und deine Freunde, so das Umfeld? Alle positiv reagiert. Hast du auch irgendwas Negatives erlebt, vielleicht in der Schule oder so in die Richtung? Ja, also, eigentlich nicht. Ja, in der Schule, ich ging damals noch in die 10. Klasse, wo ich mich geoutet habe. Und also die letzten 2 Wochen vor den Sommerferien. Aber da hatte ich nicht wirklich Schule. Ich hatte nämlich Praktikum und Projektwoche, Klassenfahrt, so alles. Und in meiner Klasse war da auch gar nichts. Halt nur auf dem Schulhof von den anderen Klassen mal so dumme Blicke oder sowas, aber mehr auch nicht. Also Negatives habe ich nur erfahren, wirklich im Internet, halt kommentarmäßig. In echt hat mich deswegen noch nie... Was würdest du den Leuten sagen, wenn das jetzt zu dir einer auf der Straße sagen würde? Wenn jetzt jemand so schwuchtelt oder so rufen würde?
ich würde da nicht reagieren. Okay. Einfach, da habe ich meinen Stolz, ich laufe einfach weiter. Du hast ja auch früher bei deinem Outing, in der Zeit warst du auch mit Leon Content zusammen, könntest du dir denn ein Lecky-Comeback vorstellen? Nein. Okay. Gar nicht. Okay, dann ist es auch geklärt, weil das war auch so eine Frage, die wurde so oft gestellt. Ich weiß. Was ist denn so die Frage, die dir am meisten gestellt wird in den Kommentaren? Ja, zurzeit wird echt viel gefragt, ob ich wieder mit Leon irgendwie zusammenkommen könnte oder sonst was, aber ich denke nicht. Also Freundschaft vielleicht, aber mehr auch nicht. Okay, dann ist es auf jeden Fall auch geklärt. Wie findest du denn, dass Lukas und Leon aktuell zusammen sind? Nein, Spaß, ich gönne denen das. Sollen die machen. Viel Glück. Okay, dann schauen wir zum Abschluss. Du kennst es ja schon ein bisschen in die Zukunft. Ist irgendwas Spezielles geplant? Irgendwas in Richtung Merchandise, weitere Veranstaltungen, irgendwas Krasses, was du auf Instagram machen möchtest? Nee, also nur die U-Messe nächstes Jahr ist geplant. Also jetzt schon geplant. Das ist für mich eigentlich nicht so, weil ich immer so einen Monat vorher zusage oder so. Und ich habe dieses Jahr schon zugesagt für nächstes Jahr. Und das ist auch das Einzige, was ich über das nächste Jahr schon weiß. Okay. Also nächstes Jahr die U-Messe. Wenn du jetzt so ein bisschen weiter in deinem Leben schaust, glaubst du, dass du irgendwann mal mit Instagram aufhörst oder das schon, also ich meine, jetzt würde ich mal sagen, ist es schon so Hauptbestandteil deines Lebens, oder? Ja, schon, aber ich denke, also ich, zurzeit würde ich halt nicht aufhören, weil es mir echt Spaß macht, aber wenn ich halt Motivation verliere oder keine Lust mehr habe oder so, kann ich mir schon vorstellen, dass ich dann tagelang nichts poste, mache ich ja jetzt schon manchmal nicht, manche Tage, da poste ich 2-3 Tage hintereinander nichts, wenn ich nicht so die Lust oder Motivation habe, aber ich denke, das wird immer, Instagram und so, generell Social Media ist immer was, was in unserem Leben so bleibt. Ja. Egal, ob ich irgendwann das nicht mehr aktiv mache, ich werde es trotzdem immer mal machen, so 1-2 Tage oder sowas in der Woche dann. Ja. Dann vielen Dank dir fürs Interview. Gerne. Aber bevor ihr abschaltet, gibt's noch eine Aktion. Und zwar, wenn ihr TwoFlash auf Instagram folgt und den Kanal hier abonniert habt, und ihr müsst auf Instagram das aktuellste Bild kommentieren, einfach warum ihr gewinnen möchtet oder hier bei YouTube in den Kommentaren, könnt ihr jeweils eine Powerbank mit deiner Unterschrift gewinnen. Das machen wir jetzt gleich, also schreibt einfach einen Kommentar, warum ihr gewinnen möchtet. Die Gewinnspielbedingungen sind auch nochmal alle in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, unterschreibst du die Dinger jetzt einfach. TwoFlash. Offizieller TwoFlash Fabian Merchandise. Jetzt erhältlich. Fresche Hoodies, nice T-Shirts und vieles mehr. Klick dafür den Infobutton oben rechts oder folge dem Link in der Beschreibung. TwoFlash. Fabian.